gestoßen wird, der splittert und fällt runter, wann er mag. Da ist also auch wahnsinnig viel Glück dabei. Der St. Hubertus, Fanfarenzug, Neues Grimminghausen, steht unten am Markt. Fanfarenchor sind seit 50 Jahren auch ein fester Teil des Regiments. Die begleiten jetzt das Neusser Achternerchor von 1854. Die haben übrigens auch keinen Major oder so etwas an der Chorspitze, sondern da heißt er Chef. Chef. Ja. Ja. Gut, ne? Chef. Das ist doch einfach leicht zu merken. Wir haben auch keinen Feldwebel. Bei den Reitern übrigens auch. Ne? Ja, das heißt ja, die haben auch keinen Feldwebel, die haben einen Wachtmeister. Das sind also alte militärische Dienstgrade, die übernommen worden sind. Die Jünger der heiligen Barbara. Also die Artefisten, die wir sehen. Wenn man das mal alles zusammennimmt, es ist ja nicht nur das Marschieren heute auf der Parade. Also insgesamt sind es, glaube ich, 40 Kilometer oder so in den, an den Tagen des Schützenfestes. Locker, klar. Die Zuschauer, die jetzt, sage ich mal, Appetit auf Schützenfest bekommen haben, können heute Nachmittag, Montag und Dienstagnachmittag und Montag und Dienstagabend sich diesen kompletten Festzug durch die Stadt ansehen und werden alle Chors, alle Schützen und Musiker sehen können. Also man muss schon gut zu Fuß sein. Im Grunde, wer jetzt gleich Mittagessen zu sich genommen hat, der kann sich schon wieder anstellen, denn dann beginnt der Nachmittagsumzug. Gewesen im Bild. Also die Kanone. Ja. Die ist aber nicht mehr gefechtsfähig. Auf gar keinen Fall. Schau mal, 6 Kaltblüter. Rheinisch oder belgisch? Müssen wir sie